Jetzt sind wir wieder hier in der Bibliothek. Oh, was ist hier los? Lasst euch von mir nicht stören. Zumal wir hier alle versammelt sind, sollten wir direkt fortfahren. Dies mag vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für so etwas sein, aber diese Sache sollte besser beredet werden, solange alle hier anwesend sind. Es geht um dieses Anwesen. Ich verstehe natürlich, dass es einen subjektiven Wert für sie haben mag. Na klar. Nun, kurz gesagt, dieses Anwesen wird all ihre Ressourcen verschlingen. In seinem momentanen Zustand bedarf es steter Instandhaltung, um überhaupt nur aufrecht zu stehen. Mein Rat an Sie, handeln Sie rasch und sehen Sie sich nach Interessenten um. Nun, ich... Naja, Mr. Sterns Rat klingt doch ganz vernünftig, finde ich. Wenn wir das doch sowieso irgendwann vorhaben. Dann besser früher als später. Boah, jetzt mal halblang. Es ist ja nicht so, dass ich diesen Ort bewundern würde, aber... Dieses Anwesen ist alles, was vom Vermächtnis der Masons übrig ist. Das hier ist unsere Geschichte. Ich weiß, das geht mich überhaupt nichts an, aber es wäre bestimmt vorteilhaft, Herrn Sterns Vorschlag ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Das hast du treffend formuliert. Dich geht das überhaupt nichts an. Jetzt bitte nicht emotional werden, Shane. Emotional? Hast du jetzt plötzlich beschlossen, hier den kaltschnäuzigen Businessmann zu markieren, Liam? Jetzt geht das schon wieder los. Hör mal, Liebling. Was ist mit unseren Plänen? Denk an unsere Ersparnisse, an Eddies College-Gebühren und... Eine Person gibt es da noch, deren Meinung wir einholen müssen. Was meinen Sie, Miss Dawn? Ich? Ich bin keine Mason. Ich fürchte, aus rein rechtlicher Sicht sind Sie das sehr wohl. Na dann gehe ich halt konform mit dem, was die anderen beschließen. Verstehe. Bis auf Weiteres scheint dieses Problem also ungelöst zu bleiben. Sie haben während Ihres Aufenthalts ja noch ausreichend Zeit, die Sache auszudiskutieren. Eine Sache noch. Hier steht, dass Ihr Vater damals in den 70ern Landgut in Kalifornien erworben habe. Die entsprechende Abtretungsurkunde kann ich aber leider nicht finden. Liegen Ihnen hierzu irgendwelche Informationen vor? Ich erinnere mich, da war was mit einem Landbesitz. Stovepipe Wells, richtig? Richtig. Vater meinte, es wäre von immensem Wert. Tatsächlich? Ja, ja. Er hat andauernd davon geredet. Dieser Fetzen Papier könnte tatsächlich all unsere finanziellen Probleme lösen. Das könnte uns sogar erlauben, dieses Anwesen hier zu behalten. Wenn Sie den Fetzen finden können, bei allem Respekt. Viel Glück damit. Immerhin reden wir hier von unserem Vater. Vom Hüter der Geheimnisse, höchstpersönlich. Ich warte jetzt gerade, ob hier noch irgendwas passiert, aber anscheinend nicht. Also die Demo endete tatsächlich vor der Bibliothek und du hast inklusive technischer Probleme ziemlich genauso lange gespielt wie bei der Demo bis hierher. Ach, verrückt. Also das kam mir jetzt tatsächlich auch neu vor. An den Käfer konnte ich mich noch erinnern. Und ich
habe jetzt gerade schon bei der Diskussion die ganze Zeit nachgedacht. Der Anwalt hat doch vor der Tür auch mit irgendwem telefoniert. Und ich habe gerade so ein bisschen die Vermutung, dass es irgendwen gibt, der an diesem Haus interessiert ist. Weil es ja, wie gerade Tante Dawn schon sagte, der Meister der Geheimnisse. Dass es irgendwelche Geheimnisse gibt hier. Wovon die Familie vielleicht auch nichts weiß. Aber mal schauen. Was noch dabei rumkommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Anwalt gerade ein bisschen versucht, die dazu zu überzeugen, dass sie das Haus verkaufen. Weil er vielleicht einen Interessenten dafür hat. Vermutung. Mal sehen, ob ich richtig liege. Was? Ich will eine Scheidung. Dafür ist es etwas spät, Mom. Jetzt komm. Okay, ist wirklich ein kleines bisschen verwirrt. Hm? Gut. Oh, wir haben wieder was aufgenommen. Wir hören jemanden weinen. Oh, in dem Zimmer waren wir noch nicht. Eine Pinnwand. Galerie 7 kontaktieren. Nahost Kunstausstellung Deadline 23. Dezember 2010. Künstlerresidenz anmelden. Mitbürger und Migrantenamt anrufen. Wer weint denn da? Ja. Haben wir da einen Notizzettel am Po kleben? Oh, cool. Auf beiden Seiten. Oder ist das Farbe? Oh. Farah. Eine Fremde war ich dort. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Übersetzung. Eine Fremde bin ich hier. Oder sie spricht ihre Muttersprache. Ah, das könnte tatsächlich sein, ne? No, nicht weinen. Ach, das ist das Babyzimmer, was wir von draußen gesehen haben. Können wir noch irgendwas machen? Nee. Aber wir können sie nicht trösten. Ah, jetzt haben wir es entdeckt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Irgendwann fangen wir den Zettel. Irgendwann kriegen wir den Zettel. Irgendwann. Und gleich fallen wir um. Haha, das bringt sicher 1000 Likes. Ja, sehr herrlich. Du lustiges Ding. Jetzt lacht sie wieder. Danke, Espen. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Nein, Emma, ich habe gesagt, ich will die Couch in Bordeaux. Kein Zinnober, kein Kamin, kein Amaranth. Bordeaux! Innenausstattung ist wirklich der falsche Job für Farbblinde wie dich. Oh, sie ist despawned. Ja, ja.
Hey, wer hat mein Futter gefressen? Da war noch was drin, als ich aufgehört habe zu essen. Oh, jetzt sind hier alle Türen zu. Ich kann auch nicht kratzen und nicht spielen. Oh. So hätte das nicht enden dürfen. Das ist nicht gerecht. Mehr und mehr und mehr. Hey! Entschuldigung? Verrückte Frau? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin weg. Ich habe immer die Regeln befolgt. Hätte nicht passieren sollen. Wo ist nur das Telefon? Ich habe alles getan, wonach er verlangt hat. Nie genug. Wo ist nur das Telefon? Oben im Zimmer. Er will immer mehr. Nie zufrieden. Achso, wir müssen uns wahrscheinlich wieder hier wegschleichen, ja? Sie sagt immer wieder das Gleiche. Die Madame wird schon anrufen. Ich habe immer die Regeln befolgt. Denkst du, ich habe deinen Plan nicht durchschaut? Wie konntest du uns nur verlassen? Wo bist du? Denkst du, ich sehe das nicht? Ja, und jetzt? Okay, wir müssen laufen. Die war aber nicht nett. Hast du mit ihr gesprochen? Ist sie mit an Bord? Noch nicht. Du hast sie ja gehört. Sie will abwarten, bis sich diese Sache mit dem Landgut erledigt hat. Naja, du bist doch ihr Ehemann. Du kannst sie bestimmt überzeugen. Man könnte glatt meinen, du kennst sie nicht. Hör mal, wir dürfen uns diesen Klienten nicht entgehen lassen. Der Kerl ist wie geschaffen für dieses Haus. Ein Exzentriker mit einem Faible für Spukhäuser und all diesen Unfug. Verlieren wir den, können wir eine Ewigkeit auf einen neuen Interessenten warten. Ich weiß ja, ich weiß. Ah, dann stimmte meine Vermutung doch. Aber interessant, dass hier Dr. Carmichael da mit drin hängt, ne? Das Haus zu verkaufen. Aber was war mit Omi denn jetzt los? Wollte die uns angreifen? Oh, die Pfütze ist immer noch da. Was soll das heißen, seltsam? Wir reden hier schließlich von meinem Vater. Es ist wahr, dass Benner ein ziemlicher Eigenbrötler war, Miss. Aber in seinen letzten Tagen, da war er anders. Ist zu ungewöhnlichen Zeiten verschwunden. Ich hatte den Eindruck, dass er irgendeiner Sache auf der Spur war. Könnte das was mit dem Landgut zu tun haben, das die anderen erwähnt haben? Quién sabe. Quién sabe.
Könnten wir doch nur nachverfolgen, was er in seinen letzten Tagen getrieben hat. Hey Aspen, belauschst du uns etwa? Ich kann Text hören. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen? Jonathan? Der Geruch kommt vom Anwalt, ehrlich. Der Kerl raucht ja echt wie ein Schlot. Ich kann es auch nicht leiden. Botox. MCA, Mary Crichton Botox Aesthetics. Adresse 93 Paris Dr. Kleibloff City, MA. Ein Wellness-Center speziell für Ihre Bedürfnisse. Wir helfen Ihnen, Ihr volles Potenzial zu entfalten. 202-55501, bla bla bla. Info, was auch immer. Mom? Hast du eine Gelegenheit gefunden, die Tickets zu kaufen? Oh, stottert Eddie ein bisschen? Tickets? Für den Urlaub, den wir geplant hatten, zusammen mit... Also wenn du mit mir zusammen bist, dann redest du nie so komisch. Ach, Beth. Noch nicht, Liebes. Adeline, du stotterst schon wieder. Machst du auch immer schön deine Übungen aus der Sprachtherapie? Tu ich, Mom. Ach, wirklich? Gib mir ein Beispiel. Etwa vor all den anderen? Warum denn nicht? Wahrscheinlich ist das sogar besser. So arbeiten wir gleichzeitig an deinen sprachlichen und an deiner sozialen Kompetenzen. Nein. Adeline, wir sind unter Verwandten. Kein Grund, sich zu schämen. Leg los. Was soll's? Oh Gott. Schokostreusel-Kekse. Oh Gott. Riechen doch so... Darf ich aufhören? Keineswegs. Das passt schon. Mach weiter. Shane. Riechen doch so gut. Lass ich mir einen davon... So ein Blödsinn. Gratulation. 20 Jahre später und du hast dich kein Scheißstück verändert. Bei mir redet sie nie so komisch. Das ist ja auch interessant. Dad, hast du das gesehen? Eddies Gesicht war rot wie ein Ballon. Die Katze hört uns schon die ganze Zeit zu. Nette Mutter. Wir kratzen noch ein bisschen an der Couch. Die Figur hatten wir auch schon. Okay. Kein Grund zur Sorge. Eines Tages wird sie mir dankbar sein. Glaubst du das, ja? Oh Mann, oh Mann. Wo gehst du hin? Was tust du? Oh, ein neuer Raum. Ach, das ist draußen. Was gibt's hier draußen? Er raucht nicht, ne? Ich würde dir eine anbieten, wenn du ein paar Jahre älter wärst. Aber, naja. Ist schon okay.
Ich bin eine echte Null, was? Du meinst doch nicht etwa, du hättest hier irgendwas falsch gemacht, oder? Eddie, Herzchen. Hör mal. In deinem Alter habe ich darauf vertraut, dass die Erwachsenen sich schon auskennen werden. Und dass sie bestimmt alles unter Kontrolle hätten. Aber je mehr ich zu sehen bekam, dass auch meine eigenen Eltern ständig Fehler machen, da wurde mir dann mit der Zeit etwas klar. Diese Erwachsenen, die sind genauso planlos, sprunghaft und kaputt, wie ich selbst mit allen meinen scheiß Problemen. Vielleicht sogar noch schlimmer. Das ist ein Zug ohne Zugführer, Eddie. Und eins kannst du mir glauben. Ein Scheiß wissen die, alle zusammen. Du brauchst also wirklich nicht so hart mit dir ins Gericht zu gehen, okay? Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine weitere Mason, die in Selbstmitleid schwelgt. Ich bin ein Ritter! Naja, okay. Was macht dich denn zu einem Ritter? Ich habe ein Schwert und ein Cape, seht ihr? Welch eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Sir Will. Übrigens sucht Miss Nunez schon den ganzen Tag nach dieser Tischdecke da. Haha. Ich bin Sir Wilzelot. Und das Schwert ist auch noch magisch. Eddie, du bist ja gar nicht mehr rot. Will, du Blödmann. Okay, jetzt sagt er wieder das Gleiche. Kommen wir da immer noch nicht hoch, ne? Okay. Jetzt haben sie hier alles abgeräumt. Ich habe dir doch gesagt, dass du diese Dinger nicht rauchen sollst. Hör gefälligst auf, dich wie ein Kleinkind zu benehmen. Hat er die gerade gegessen? Hat er jetzt die Zigarre gegessen? Ah ne, sie hat ihm die abgenommen. Gott. Du sturer alter Pendejo. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und doch hat Morgenstunde Gold im Munde. Für den Betrachter, der da Krokodilstränen weint. Okay. Scheint es aber nichts zu geben. Oder nicht mehr. Es ist aber auch saudunkel hier, ne? Im Flur. Ich hoffe, die Oma greift uns jetzt nicht wieder an. Wo ist mein Futter? Hier ist zu, also geht's wieder nach oben. Hui!